Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge von Factorio im Multiplayer mit Pascal Hallo. und Raphael. Hallöchen. So, die Soundprobleme, die wir in der letzten Folge hatten, haben wir jetzt immer noch. Also beziehungsweise Raffi hat sie. Ja. Und ich fahre mit dem Zug zu unserem Öl, wo in der Ich Nähe wollte schon. wollt mitfahren. Er nimmt den anderen Was soll ich Zug. sagen? Fahr mir nicht hinten rein. Ich versuch's. Versprechen kann ich aber nichts. So, okay, hier haben wir noch einen Haufen angeschossene Steine. Ich denke mal, hier gab es doch in der Angriff der Monsterfolge gab es hier, glaube ich, eine Schlacht. Aber ich will jetzt erstmal nichts vermuten. Du kannst auch einen Frachtanhänger mitnehmen, wo wir dann das ganze Zeug reinschmeißen können, was wir hier abbauen, was wir nicht brauchen. Also ich hänge jetzt an den Zug, den ich mitgebracht habe, hänge ich einen Frachtanhänger ran, da kommt der ganze Müll dran, den ich aufgesammelt habe. Mit Leertaste schreibt man doch ein, oder wie war das? Enter. Mit Enter. Enter. Mit Leertaste schießt man. Aufs nächste Ziel. So, brauche ich hier für irgendwas nicht? Ne, ich brauche alles. Ne, so. Gut, dann fahre ich mal auf Sicht mit schneller Geschwindigkeit. Aber ich sehe ja, wo du bist, Tobi, ne? Auf der Karte. Ja, aber ich bin nicht beim Zug. Langsamer, langsamer bitte. Ja, ich bin ja schon am Bremsen. Sehr gut, ich Wer hat bremse eigentlich die doch Station da extra ab. gebaut? Die ist ja mal voll weit weg von der Öl. Oh, das war aber ganz dünnes Eis. Hey, was heißt denn dünnes Eis? Hier sind doch locker 10 Meter Platz. So, ich baue ein paar Förderbomben. Oh Gott, das dauert lange. Ich muss mir mehr verarbeitete Materialien mitnehmen. Hier unten ist es das Ich Öl, weil. schieß. Ich schieß. Da Ich brauche ich habe aber jetzt die am Ziel Schienen. schon mal. Ich habe jetzt am Ziel schon mal Lagertanks gebaut. Jo, man kann auch gleich eine Fürs Produktion bauen. Umbauen. Ist nicht das Wo Problem. gibt. Ach, hier kann man Schienen bauen. Okay, nein, ich habe keinen Bock mehr. Ich hol mir noch mal ein bisschen Material. Ich muss aber auch Also, noch wir brauchen Material jetzt die holen. Raffinerien. Na, nee, komm aber mit meinem Zug gleich mit. Dann können wir den hier lassen. Obwohl, nee, macht keinen Sinn. Ich will Also, wir die Gleis. benötigen Raffinerien. Wenn ich die Gleisschleife umbauen will, Tobi, dann müssen wir beide Züge Ich wieder habe wegfahren. Gleise. Dann die ist ja übelst weit weg. Ach, du hast Gleise, gut. Ach nee, warte, ich habe 26 Gleise, das ist nicht ganz so viel. Aber ich habe auch noch Steine da und Stahl habe ich auch Ja, da. okay. Ich habe nur 16 Gleise oder so, deswegen. Warte, wo ist die Haltestelle? Ach, da hinten. Ups. Hinter. Miep, miep, miep. Ist ja gut. Pascal kann Pascal nicht auch auspiepen? Also wir können eigentlich schon Schimpfwörter sagen. Pascal müsste erst dann halt auspiepen. Nee, nee. Weißt du, was das für ein Aufwand ist? Ich habe es in der Folge probiert. Mein Schnittprogramm hat da nicht so mitgespielt, wie ich wollte. Ich habe da eine halbe Stunde einfach verzweifelt ausgegeben und einfach einen Cut gesetzt. Deswegen tu mir das Einfach an bitte der nicht an. Stelle einfach an der Stelle eine Das ist Sinuskurve aber nicht so einsetzen. leicht. Das ist aber nicht so leicht. Meinst du? Es gibt Schnittprogramme, wo man einfach die Option hat, eine Sinuskurve an einen bestimmten Platz zu setzen. So, okay, bevor es noch zu Und kompliziert nein, wird, ich bitte rede schon. nicht von Ruhe, Microsoft bitte, Easy Maker. bitte, Ruhe, keine Produkterwähnungen. Wenn wir kein Geld Okay. dafür bekommen. Es gibt noch tolle andere Programme. Ich weiß. Na, offensichtlich wusstest du es gerade nicht. So. Was brauche Ich ich? kann Ich so. brauche grüne Dingsbums-Schaltkreise. Ich brauche Zahnräder. Wovon keiner Tobi, ankommt, weil ich kein brauche. Eisen ankommt, weil ihr da irgendwas dran rumgefuscht habt, sodass es nicht mehr funktioniert. Es funktioniert noch alles. Hey, Tobi, ich würde mit deinem. Frisch am Ich Bau. würde mit deinem Zug. Funktioniert Ich alles würde mit noch deinem prima. Zug losfahren, okay? Du nimmst davon meinen Zug. Ich habe auch nicht so viel Platz in meinem Inventar. Ich brauche den Frachtzug. Also, ich habe hier genommen. Ja, Kann man gut. das abkoppeln irgendwie? Nee, lass Ich einfach. stehle jetzt eure Steine alle aus dem Zug. Ja, mach ruhig. So, ich trage die jetzt zur Zielproduktion. Wir brauchen Da kann ich davon unten nehmen welche. schon mal die. Ah, nee, ich Wir wollte noch brauchen Steine. hier Ah, die auch Steine recht habe viele ich ja. Rohre. Die können wir mal eben so machen, die 100 Stück. Brauchen auf jeden Fall viele Schaltkreise. Was brauchen wir noch?
Wir brauchen Eisenzahnräder und Stahlträger. Stahlträger kann ich mir nicht so holen, das wird so dämlich. Wir haben gar keine Eisenplatten ankommen, Alter. Oh shit. Dann brauchen wir wohl mehr Eisen. Ja, okay, ich habe doch keinen Frachtzug gebraucht. Ich kann ein paar Rohre machen. Noch ein paar Rohre. Das war knapp. Das war gar nicht knapp. Zumindest 10 cm Platz. So, dann bauen wir mal die Schaum- und Förderpumpe. Ich würde sagen, dann stellen wir eine hier hin. Und eine dahin und eine dahin und eine. Bitte. Please. Wir haben noch eine dahin und dann haben wir auch mehrere Förderpumpen. Wen versuchst du gerade zu imitieren, wenn ich fragen darf? Und ich frage, das ist Frau Jemacht aus einem Buch. Mist, wir fehlen Gleise. Da muss ich auch sagen, ich habe ja noch welche rumliegen. That is not your Ernst. Ich habe noch welche rumliegen, keine Sorge. Ich habe noch nicht alle abgebaut von alten Gleisschleifer direkt. Deswegen. Ja, so schlau bist du nicht. Nö, ich dachte, es reicht erstmal. Wir brauchen mehr Arbeit machen als nötig. Wir brauchen ja Strom hier hinten. Ja, dann müssen wir noch mal eine große Starkstromleitung hier rüberlegen, ne? Ja, dafür muss jemand mal, da. Ne? Kannst du mal wieder die Zugfall entschädigen, dann kann ich das mal machen. Würde ich schon mal während der mal ganz kurz nach jemand Züge an- und ab. Die erste Raffinerie ist jetzt schon angeschlossen. Jo. Erweiterte Interaktion. Herstellung, nee, Inventar, nein. Werkzeuge, Fenster. Zugwaggon trennen und verbinden. G und V. Wir müssen uns dann dringend mal um wissenschaftliche Science Packs kümmern. Da, also um die blauen Teile müssen wir uns immer kümmern. Was, Kuckuck? Na, ich bin gerade bei Pascal mit dem Zug. Er ist gerade bei mir vorgefahren. Hm. Aha. Gut, jetzt. Da gibt das natürlich. Oder? Nee, das ist überhaupt nicht verbunden, ne? Ich teste es. Aber warum ist das nur einspurig? Ja, weil es nicht verbunden ist, habe ich doch gerade gesagt. Das ist gar nicht verbunden, ne? Dann muss ich das Zeug jetzt mal wieder von der Schiene runterholen, ey. So eine Kacke. Weil sie irgendwie keine Weiche machen will bei mir. Dann machst du irgendwas falsch. Ach was. Ich kann dir zwar nicht sagen was, aber irgendwas tust du falsch. Gut, jetzt habe ich eine Weiche. So, jetzt habe ich eine Gleisschleife. Oh Gott, sieht das scheiße aus. Ich mache das gleich nochmal neu. Oh, immer muss er meckern. Dann mache ich es nochmal neu. Bis er dem hergefällt. Nee, du machst das nicht, sondern ich mache das. Nö, ich mache die neu. Ich will auch mal eine Gleisschleife bauen in dem Spiel. Züge sind immer Prioritätsfach hier. Zwar ein Transportfee war hier wahrscheinlich eher nicht mehr. Ach, wer hat dir die Signalkunde im Spiel erklärt? Hahaha, nein. Falsch, Lüge. Richtig, das war ich. Falsch, Lüge. Das war zu schnell.
dem Kindergarten will ich mich nicht anschließen. Hat er ja alles weggemacht und man kann nicht mal mehr im Kreis fahren. Natürlich nicht. Immer Umbauarbeiten, ne? Ja, aber nicht, wenn ihr Züge fahrt. Du kannst doch nicht einfach die schönen Altbauhäuser abreißen, also wirklich. Bei der DB gehen auch Streckensperrungen im laufenden Betrieb, also warum nicht bei mir? Weil es hier nur eine Strecke gibt. Weil wir nicht die Deutsche Bahn sind. Wir versuchen die Dinge besser zu machen als die Deutsche Bahn, bitte. Ja, aber Reparatur und Umbauarbeiten gehören auch dazu. Zu einer besseren Infrastruktur. So, es ist jetzt hübscher, Tobi. Wir wollen keine bessere Infrastruktur, wir wollen die beste Infrastruktur. Exakt. Das sieht schon mal besser aus, ja. Nur superlativ, ich weiß schon. Ja, eben, nur superlativ. Ah, da, Zughaltestelle, da wär's. Ach, guck mal, dieser, der die Anspielung auf nur superlativ Junge, versteht. Junge, die Gleise sind fast alle kaputt. Ja, das nennt sich dann ein alter Mammutbaumschredder, was ich gerade gemacht habe. Schlimm. Kannst doch nicht einfach in einem Spiel, wo es darum geht, Fabriken zu bauen, die schöne Natur zerstören, Tobi. Nein, gar nicht. Kann ich nur. Ich baue mal ein paar Rohre. Nicht, dass das Teil des Spielziels wäre. Pascal, was hast du gerade versucht? Rohre, ich brauche ein paar Rohre. Ich kann dir keine Rohre geben, ich habe selber Rohre, die ich brauche. Brauchst du die Unterführung groß hin? Ach, wegen dem Rohrdruck, ne? Rohrdruck? Nee, sieht einfach nur kacke aus, wenn du solche riesen Pipelines hast. Warum sollen. Das ist eine riesige Ölförderung, warum soll da keine riesen Pipelines liegen? Weil man da nicht mehr durchgehen kann. Ja, oder ich bin durch. Das ist wahr. Das ist wahr. Man. So, wenn er durchgehen Pascal, ist, ne? Gewöhne dich einfach daran. Viele Menschen haben das Gefühl, dass ihre Fabriken ästhetisch ansprechend sein sollen. Ja, warum das denn? Weil man dann besser mit ihnen arbeiten kann, wenn sie tatsächlich übersichtlich und schön aussehen. Was war Hupen? Soll funktionieren. Was war Hupen nochmal? Ja, aber das geht ja bei dem gerade ging es nicht ums Funktionieren, sondern darum, dass man einfach nicht mehr durchkommt, sondern komplett drumherum laufen muss. Was müssen da durchlaufen, wenn die Frage? Ja, siehst du. Wenn mal irgendwas kaputt geht, dann baust du einfach alles ab und baust es neu hin. Das stimmt. Jedes Mal. Das wird ja prima funktionieren. So. Also, du gehst dahinter. Warum? Hä? Warum heißt die Haltestelle gleich nochmal Nivram? Keine Ahnung. Weil ich die neu platziert habe. So. Warum hast du die zwei Loks hintereinander gekoppelt, wenn ich fragen darf? Weil ich zwei, damit ich zwei mitnehmen kann. Jetzt an mich fragen, komm, ich kann auch eine Lok fahren, ob du es glaubst oder nicht. Ist, Junge, du kannst ja auch einfach auseinander. Oh, vorhin wurde gesagt, man kann nicht auseinanderkoppeln. Ich wusste aber den Tastenkürzel nicht. So. La 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 la. Ja, danke, Tobi. Bitte hör auf. Ja. Bitte hör einfach auf. Ach, halt doch alle die Fresse, ey. Also wirklich. Kannst du nicht sowas sagen hier? Anscheinend kann ich's doch. Ja, genau. Schlimm. Wirst du Pascal extra viel Arbeit machen heute? Das schneide ich nicht raus.
Das ist ja nur ein Fluch und kein Schimpfwort. Oh. Was ist der Unterschied? Ein Fluch sagt man über eine Sache, ein Schimpfwort sagt man zu einer Person. Und? Man kann doch aber auch eine Person verfluchen. Und dann geht's halt auch Klugscheiße. kann das heißt, so was sagen wir hier doch nicht. Kann das heißt, die Pumpen falsch umgebaut sind? Nee. Wir sagen besser. Tobi, wir sagen bitte besser, besser. Es gibt einen Unterschied zwischen Leuten, die einfach klug scheißen und Leuten, die es wirklich besser wissen. Ja, Tatsache. Was Kai, ist das denn ernst? Du willst die ganze Strecke rückwärts fahren. Nö, ich fahr nur. Mir langweilig ist. Oh Gott. Ah. Also die werden jetzt mit Öl befüllt, ne? Nein, werden sie nicht. Richtig. Warum nicht? Weil die Pumpen falsch rum sind. Ah ja. Die Pumpen zeigen in Richtung Rohre, nicht in Richtung Waggons. Das könnte ein Problem darstellen. Ich hab sie genauso rumgesetzt wie auf bei der anderen Tankstelle, also daher. Ja, da muss der mal rausgepumpt werden. Ja, das wird dann auch aufgefallen. So, wir brauchen einen Haufen Tanks und ich habe keine Stahlträger mehr. Pascal, hast du noch Stahlträger? Nope. Gar keine. Nee. Ich habe 24. Du bist aber nicht hier. Ja. Okay, Plan B, ich fahre die ganze Strecke rückwärts. So. Warum, du kannst doch nicht im Zug einfach vor... Wasser, nee, der lädt aber gerade Öl rein. Obwohl, eigentlich ist schon ganz sinnvoll, dass wir ein bisschen Öl mitnehmen. Das ist schon sinnvoll, ja. Ich habe jetzt was Wunderschönes gebaut. Ich habe nämlich eine Pipeline gebaut, die Wasser bis hinten zur Chemiefabrik. Pascal, kannst du mal bitte ganz kurz zur Seite gehen? Herstellt. Geh mal bitte ganz einfach nach rechts. Und ein Thumbnail machen. So. Ja, klar. Verständlich, verständlich. Ich habe jetzt den Trick rausbekommen, dass man einfach ganz kurz nur drücken muss und nicht so lange. Dann funktioniert es meistens. Ich drück auch noch ganz kurz. Das ist mir aber jetzt gerade aufgefallen. So, 50.000 Liter Öl kommen auf dich zu, Raffi. Oder Cargo-Einheit, ich weiß nicht, ob es die Liter gibt. Sagen wir einfach Liter. Macht das Ganze einfacher, als jedes Mal Cargo-Einheiten zu sagen. Das erinnert mich Cargo-Einheiten zu sehr an Cargo-Hosen. Was? Was? Nicht, dass an Cargo-Hosen was verkehrt wäre. Cargo-Hosen sind das solche Hosen, egal, die 10.000 Taschen haben und die noch ziemlich tief sind? Ja. Okay, also richtig. Sind eigentlich recht bequem. Kurze Frage, ja, Raphael. Wie soll die Produktion da irgendwie weitergehen als das da? Brauchen wir dann noch eine Abladestelle auf der anderen Seite oder? Wäre wahrscheinlich das Sinnvollste, ja. Können wir theoretisch machen, wir können auch einfach Abzweigungen bauen. So. Hier kommt man nirgendwo hier, weil einfach überall so komplett überall voll Rohre sind. So. Hier eine. Da glaube ich auch eine. Ja. Was? Dann ich baue hier eine, da eine. Weil, können wir ja auch einmauern, ne? Ist ja nicht falsch. Man kann es einmauern, also machen wir es. Richtig. Ja, wenn wir schon unsere Hauptstation einmauern, warum dann nicht auch unsere Ölbohrstation? Um einen gewissen, so, hoffentlich früheren US-Präsidenten zu zitieren. Stimmt. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme ist er noch nicht wiedergewählt oder abgewählt worden. Die Auszählung ist noch nicht fertig. So, jetzt wissen noch alle Zuschauer, an welchem Tag wir diese Staffel hier aufnehmen. Nein, nicht ganz genau. Ja,
ungefährer Zeitraum, aber... Ja, die Auszählung ist noch nicht fertig. Und die genaue Auszählung erfolgte immer einen Tag nach der Wahl. Stimmt schon. Deswegen... So, wir haben jetzt Schwefelproduktion. Schön, oder? Jo. Sprengstoff, Sprengstoff! Aber hier wir direkt über ein Dynamit, ey. Ja, kriegen wir Raketen. Und Klippensprengstoff können wir dann erforschen. Klippensprengstoff, genau. Und was brauchen wir nochmal für blaue Fläschchen, um die zu produzieren? Ihr wollt jetzt einen auf Alfred Nobel machen, richtig? Hm? Ja. So könnte man es ausdrücken. Alfred Nobel, Erfinder des Sprengstoffs, deswegen einen auf Nobel machen, also einen Sprengstoff erfinden. Das ist auch Nobel. Damit wir mal unseren Bildungsauftrag erfüllen, oder was? Geschichtsunterricht. Machen wir immer. Gut, und jetzt die Frage an alle Experten. Wofür hat Nobel den Sprengstoff erfunden? Fürs Militär! Nein, für Minenoperationen. Das war genau die falsche Sache, richtig. Bergbau allgemein und Landschaftssprengung. Kann es sein, Bergbau, dass es ziemlich viele Monster in unserem Gebiet gibt? Ja, gerade wo ich überall Mauern hinbaue. Nicht um Trump zu parodieren. Nee, ist ja nicht Mexiko ringsherum, ne? Echt nicht? Nee. Wir könnten diese Region natürlich Neu-Mexiko nennen. In Neu-Mexiko gibt es ja schon in den USA. Aber nicht auf der Deutschen. Neu-Mexiko ist ja ein Bundesstaat, ne? Tore. Boah, ich Schaltkreise dafür, super. Das war Schaltkreise holen, damit ich mir auch zwei Elektro... Wo ist der zweite Zug hin, Tobi? Beide stehen bei der Station. Beim Abladen. Du bist mir jetzt nicht ernsthaft sagen, dass du mich hier alleine stehen gelassen hast in der Öl. Nur ohne den Zug, ohne ein Auto. Stell dich einfach aufs Gleis, irgendwann wirst du den Zug sehen. Ja, und überfahren werden, weil Züge schnell sind. Das hättest du jetzt nicht sagen müssen, Raffi. Kleine Kinder spielen nicht auf Gleisen. Da ist ein Zug. Und gerade losgelaufen. Nein, ich bin neben dem Gleis gelaufen, Tobi, nicht auf dem Gleis, bin ja nicht doof. Steig einfach in den Zug hier. Nochmal ein Sicherheitshinweis für alle kleinen Kinder, die uns hier zuhören. Kinder niemals auf Gleisen spielen. Jo. Macht man nicht. Gut, dann fahr ich jetzt in den Zug einfach. Ja. Gesundheitsgefährlich. Wieso steht da eigentlich auf den Gleisen kein Warnhinweis drauf? Spielen auf diesen Gleisen kann Gesundheitsschäden führen. Also ganz kurzer Hinweis, nur so neben der Einwirkung des Zuges. Nur so ein kurzer Hinweis, 15.000 Volt, 16,7 Hertz. Für alle Profis da draußen. Da wisst ihr, was alles. Deswegen Oberleitung ist auch ein Tabuthema. Tobi. Ich will nur zu Demonstrationszwecken. Das ist nur zu Demonstrationszwecken. Tobi. Ja. Jetzt könnte ich Tobis ganzes Zeug klauen. Werde ich allerdings nicht tun. Stehlen ist nämlich auch verboten. Mann, das wird hier jetzt noch zu einer Lernsendung alles. Ja. Jetzt wird übrigens hier Dynamit produziert. Geil. Schön, oder? Bau Raketen. Wenn es so weit geht, muss man bei Funk anmelden. So ein Lehrprogramm. So, Schaltkreise, was wollte ich noch holen? Ich tue mal was Kall rein. Stahl! Ich brauche noch Stahl. Ah! So Raketen. Ah, schön. Nervig. Raketen sind sogar relativ günstig. Raffi, was wir als nächstes brauchen, ist unbedingt Plastik. Raketen. Erstmal baue ich jetzt Raketen. Nee, Plaste und Elaste, bitte. Für Plaste und Elaste müsst ihr euch, glaube ich, oder kann ich das schon in Kohle und Rohöl, glaube ich. Und in jeweils
Dingsgas, Alkangas und Kohle und Petroleum brauchen wir. Aua, bitte nicht so laut reden. Och, ich muss mich mal leiser stellen. Na gut, aber ich würde sagen, das mache ich mal in der nach der Aufnahme dann. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Factorio. Tschüss. Tschüss.